Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Party Sims 4. Weiter geht's, wo aufgehört worden ist. Und zwar genau hier. Marie ist älter geworden. Kind der Inseln, ja, wahrscheinlich. Die ist nicht mal von den Inseln. Die kann man hier. Ja, doch, das passt doch ganz gut. So. Ja. Hier. So. Recycling Fan ist in Ordnung. Das ist mir eigentlich egal. Gute Nachtgeschichte. Achso, wir kommen zu einem weiteren Party Sims 4. Die No Money Challenge geht weiter, habe ich ganz vergessen. Naja, egal. Jetzt ist es ja raus. Ja. Du kannst hier auch eben älter werden. Octavia ist zur Arbeit, okay. Und Jasminda geht auch. Los, 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 bevor da irgendwer dran geht, Kollege. Sehr gut. Jo. Der möchte die Liebe des Lebens finden. Ja, jo. Aber erstmal muss ich schlafen. Orange Bay, die Moon, ja. Wobei die erst ein. Die war nur einmal kurz beim Haushalt und schon gratuliert. Ja. Wo die nichts miteinander zu schaffen haben, eigentlich. Gut, dann darfst du hier auch schlafen. Geh mal schlafen. Dominik. Dominik, achso, die setzt sich da drauf. Natürlich, von allen Plätzen im Haus muss sie natürlich da auch umsetzen. Wobei, ich könnte die beiden miteinander verkuppeln. Weil sie sind ja nicht miteinander verwandt, gell? Oder sind die? Achso, doch, selbe Mom, stimmt, ja. Schade. Schade. Junge, ein Mädchen sitzt nicht da rum. Aber sie hat nichts. Sie ist nicht verwandt mit anderen Leuten vom Haushalt. Also nicht mit den anderen Kiddos. Mehr Saft hinzufügen. Einer der Stammkäste von Jasminda bitte um etwas mehr Saft in seinem Getränk. Jasminda möchte ihm den Wunsch für einen Film weiß, aber das nein sagen sollte. So, von mir aus. Ist mir eigentlich kackegal. Genauso wie das meiner keinen Job hat, Spiel. Obwohl Jasminda höflich ist, dass sie sich weiter dem Kunden mehr Saft in das Getränk zu tun, wird dieser wütende und verlangt nach der Geschäftsführung, die auch noch für ihn Partei ergreift. Klein. So gut, scheiß auf die. Scheiße. Ist ja auch egal. Die Scheiße, ganz ehrlich. Interessiert das, Mann. So. Kannst du das mal bitte wegwerfen eben? Ja, ich weiß, du bist sehr angespannt, aber es interessiert mich nicht Scheiß. Ich bin auch sehr angespannt und trotzdem mache ich hier weiter. Jetzt sind wir nur mein Klo dreckig, Alter. Nein! Kind. Nein, Patrick. Kannst du hier mal sauber machen, wenn ich schon dreckig mache, Junge. Nee. Hä? Okay, das ist ein Anzeigebug. Interessant. Ah, oh Mann, Junge, bist du ein Trottel, ne? Junge, man klopft. Man geht nicht einfach ins Badezimmer. Wir haben ja mehrere Leute. Du bist ein Trottel, ne? Geh einfach hier rein, Junge. Geh einfach schlafen, Mann. Einfach so einer der Menschen, die will sich schlafen schicken, so. Wenn sie kurz das gute Bett bekommt, ausnahmsweise. Und Octavia oder Jenna, die kann eigentlich mehr Tränke herstellen. Sascha, du sollst doch eigentlich aufräumen, oder? Mit. Mann, ey. Ja. Dann darfst du eben kurz hier
Stoffbetätigung herstellen, während du eben. Also Sascha, bist du eigentlich blöd, Junge? Komm mal auf damit, Mann. Du darfst nochmal älter werden, Kollege. Und Junge, nicht nackt hier rumlaufen. Okay, machst du. Gut. So, du bist älter geworden, nice. Junge Erwachsene, ja, sehr gut. Ist mir eigentlich egal, theoretisch. Ist das Überflieger? Ja, perfekt. Baut euch schnell Fähigkeiten auf, nein. Nice, 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 nice. Seenverwandte mich zu suchen, ja. So. Dann geh mal schlafen. Noch ein bisschen. Weil möchte ich auch gerade einen Trank dagegen, aber juckt das Spiel nicht. Mann, wie mich das Spiel aufregt manchmal. So, hier. Okay, das ist der Bruder. Okay. Ja, schön, dass er einen Abschluss hat. Ja, scheiße. Muss mir echt was einfallen lassen. Ah, so sieht sie also aus. Ja, kann ruhig das hier haben, ist egal. Dich habe ich ins Bett geschickt, obwohl du wahrscheinlich nicht müde bist. Deswegen kannst du mal kurz Platz machen hier für den. Du gehst schlafen. Ah, okay. Richtig krass sieht hier aus. Es war nicht alles das Aussehen, aber. Ja, trotzdem. Ja. So, wenn du hier auch schlafen gehst. Ja, auch einfach romantisch. Einfach mitgeben. Dass ich hoffentlich schneller los werde, aber. Das ist meine Hoffnung. Schnell, schnell, schnell. Jenna. Nein! Nein! Junge, du kleiner Hurensohn! Nein! Du hörst auf damit! Nein! Es werden hier keine Torten gegessen. Es ist ein scheiß Drecksack, Junge. Noch einmal sowas und ich töte dich, Kollege. Auch wenn du von meinem Char bist, sowas geht gar nicht. Weil eine Torte rumsteht, kann ich das nicht, dass du das frisst, Junge. Und schön, dass er ein Newcomer ist. Das sieht auch niemand mehr. Weg zum Ruhm, ja, Ruhmpunkte, ja. Ich habe keinen Bock, das vorzunehmen. Und ich bin auch gerade ziemlich gestresst. Und du machst eine neue Torte, du Drecksack. Das Arsch noch ein. Wobei, es kann er dann wegräumen. Macht er auch noch, bevor er schlafen geht oder ähnliches. Wobei, Jenna, du kannst ja eigentlich weiter Zaubertränke machen. Das ist ja echt wichtig. So. Und weh, du schnappst hier noch einmal von der Torte, Junge. Das will ich nicht normal sehen. Die sind nicht dafür da. Die sind zum Ältermachen, Leute. Junge, meine Fresse, ey. Nur zum Altern sind die da. Nichts anderes. So. Gut, dann. Ja, super. Ja, lehr mal die. Oh, okay. Krass. Two for one special. Two shot einfach hier. Wenn ich hier auch eigentlich dann den Skillbaum zeigen kann vom berühmt werden. Und what the fuck, warum hat der schwarz? Warum hat er seine Haare blond gefärbt? Jetzt schon. What the fuck? Was ist das für eine Genetik von mir und Octavia? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich angelogen hat und der nicht von mir ist.
So, das hier nehme ich mal mit. Dann kann man noch hier das hier mitnehmen. Aber ich nehme das hier wegen dem hier. Weil er kann auch ruhig arbeiten gehen später und so. Deswegen. Wie alt bist du eigentlich? Bist du eigentlich Teenager oder bist du Erwachsener? Teenager. Gut, dann kannst du noch mal älter werden. Genauso wie sie, ne? Oder? Ja. Genau. Dann fällt ja eigentlich nur noch die Kleine, ne? Glaube ich. Hauf auf! Schnell, nein, nicht sprunghaft, der soll. Keine Ahnung. Laktoseintolerant, ja perfekt. Geht er hoffentlich nicht an meinen Torten ran wie sein scheiß Halbbruder. Ne? Das ist auch nach der Liebe des Lebens. Warum den Sinn des Lebens suchen, wenn man nach der Liebe des Lebens suchen kann? Ihr Trottel. Ein Spaß. Also wirklich Trottel. Aber gut, jeder, der nach der Liebe sucht, ist ein Trottel. So, perfekt. So, kannst du nicht mal beeilen, verdammt. Du sollst nicht da so lange hängen wie ich. In real life. Deswegen. Nimm dir mal die Torte. Und du darfst dann mal hier sagen, essen. Los. Wenn sie horny ist, nice. Nice, nice, nice. So, dann. Böse, ja, perfekt. Irgendwie wünsche ich teilweise, dass sie meine Tochter ist. Wegen böse, kleptomanisch, passt doch. So Romantik, naja, nicht wirklich, aber der Rest, der passt gut zu meiner Tochter, so. Sehr gut, Kind. Nicht von der Torte bedient, das ist sehr gut. Du kriegst Bonuspunkte bei meinem Favorite Child. Ein Spaß. Spaß, sowas mache ich natürlich nicht. Aber. Kannst du mal bitte hier Dings drauf tun? Hallo? Hallo? Mach hier Dings drauf. Steh nicht blöd rum. Das macht schon genug Leute hier. Abstoß, ja, sehr gut. Achso, die geht arbeiten, ja, super. Oh wow, das ist aber ganz schön unordentlich hier. Hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt? Ich glaube nicht. Weil es niemanden interessiert, Kollege. Das ist, ja. Und, aber gut, um ehrlich zu sein, er interessiert auch niemanden, also. So. So, wie geht's dir eigentlich mit den Fähigkeiten? Bist du da durch mit dem Scheiß-Kommunikationsscheiß? Mit dem Scheiß-Scheiß-Scheiß-Kommunikationsscheiß. So, um Töpfchenhilfe bitten. Meiner möchte helfen. Ja, nee, Jenna geht's besser als mir. Ja, meiner Spaß haben will und was sonst so? Schlafen, ja, dann geh mal schlafen. Wobei, wie sieht es mit dem Hunger aus? Ausgehungert erst, okay, gut. Wobei, eigentlich, mal auf damit. Schnapp dir hier kurz Essen. Hätte ich nicht gesagt, das Kind so sagen auf Klo gehen wollen? Eigentlich dachte ich schon. Na. Hier, bring ihr mal bei aufs Klo zu gehen, bitte. So. Und dann kümmerst du dich um dein auf Klo gehen. Nachdem du hier. So, wenn du aufhören kannst, wo ist die? Da ist sie. Okay. Weil ihr seid ja, glaube ich, nicht verwandt. Wobei ihr habt denselben Vater, ne? Wobei habt ihr nicht. Stimmt. Ich bin ja nicht ihr Vater. Cool. Dann passt das. Sascha, du sollst schlafen, habe ich dir doch gesagt. Er hat ja keinen Bock auf ihn. Er ist ja ganz toll. Oh Mann, ich will euch loswerden. Das wäre so toll gewesen, wenn es geklappt hätte. Dann wäre ich zwei zum Preis von einer Person losgeworden. Von Special einfach geworden. Och Mann.
Hier bitten, älter zu werden hier. Ach Mann, warum kann sie nicht einfach sagen, yo, ich finde dich auch klasse? Ich will euch dann nur loswerden, Leute. Naja. Shit happens und er will die ganze Zeit. Was sollte er doch mal auf, Dinge zu hören? Achso, ich dachte schon, das wäre mein Char, weil mein Sohn hat einfach dieselbe Stimme wie mein Char. Der Typ da, der Star, der von Octavia und meinem gezeugt worden ist. Gut, ist meine Tochter. Ach du Scheiße, no. Direkt verbrennen. Kann ich nicht die hier als Tochter haben? Die passt gut zu mir. Die ist böse, die ist Kleptomanin. Und wenn meine Tochter jetzt erstmal mal gut bekommen hat, ach du Scheiße. Ich weiß, es ist random, aber trotzdem macht es das nicht irgendwie besser. Ja, Lucia, meiner ist im Schlafen. Da machst du nichts, du. Also, Mina geht zur Arbeit, sehr gut. Da, Babo, ga, Babo. Tollpatschig, ja, das passt. Das passt. Und ja, keine Ahnung, ist mir egal. Nicht. Fahrbar, ja. Fahrbar halt die Fresse, wir sind beschäftigt. Ja, keine Ahnung hier. Ich kann Bock mehr auf die Scheiße jetzt mal zu verteilen hier. Ja, du würdest schneller auf Klo gehen, wenn du nicht währenddessen auf dein Phone checken würdest, aber ne. Gut, ja, das ist irgendwie auch buggy, aber naja. Du musst auf Klo, ja, dann geh mal auf Klo. Oh shit, wobei, sollte er eigentlich klar gehen, du fütterst sie. Hier füttern. Ja, fütter sie. Hä? Ich hab doch füttern ausgewählt. Warte mal. Dann maximal. Ja. Hier, hol mal. Und dann schnapp dir mal hier Schlafpause. Okay, machen wir. Ja, hol ich mal ein bisschen aus. Wobei, der bräuchte auch Schlaf, ne? Scheiße. Ist meiner bald hoch? Nee. Ja, gut, dann musst du leider verzichten, weil er braucht halt auch Schlaf. Einer von euch muss halt verzichten. Du hast wenigstens ein bisschen geschlafen. Ja, ich habe keinen Bock mehr Betten zu platzieren. Ey. Was mache ich denn? Weil ich hatte eine Idee eigentlich. Weiß man, dass das immer weg. Kannst du nicht mit meinem Tier im Bett schlafen? Ist ja okay, ne? Wenn du eigentlich zocken kannst, ruhig. Naja, vielleicht werde ich auch einfach alle rausschmeißen und dann schaue ich mal, dass ich die irgendwie verkuppel oder so ein Scheiß. Ja. Mal gucken. Was ist das denn hier? Victor, ne? Ja. Wobei, ich habe eine Idee, Alter. Kannst mal hier mit dir reden, ja? Freundlich vorstellen. Hereinbitten, ja. Einfach hereinbitten. Wobei, nee, das kann gar nicht sein. Sascha. Okay, du bist wach, gut. Als hätte ich's geahnt. Bitte mal. Ja, kannst du mal hier Dings geben einfach. Gut, mit meiner Tochter bin ich auch gut befreundet. Das heißt, Victor, du meine Tochter einfach, weil du und ich, wir sind ja eh beste Freunde und ich hoffe, du bist noch Single. Ja, bist du, okay. Positiv äußern, genau, erstmal positiv hier äußern, dass die Freundschaft hochgeht, weil die Romantik, die kriegen wir so oder so hoch. Janet, ja. Nein, 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 hier bleiben. Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Die steht direkt da, falls du sie direkt ansprechen willst, Kollege. Ja, rede mit ihr. Wenn die jetzt minder mal ein bisschen hier. Oh, Jenna muss ausruhen. Ich dachte, jetzt minder wäre auch. Ja, toll. Ich bin
Können wir das mal uns so quälen. Ja, dann kann sie eigentlich füttern hier. Ja, sie hat keinen Bock auf ihn, ja super. Das ist ja ganz toll. Warum helfe ich dir eigentlich? Aber gut, vielleicht steht ihr auch auf Frauen oder so. Kann ja auch sein, ne? Freundlich, mehr, Tratsch. Oder sie hat halt einfach keinen Bock auf den, ihn als freundlich kennenzulernen. Nein, ich will nicht mit seiner Ex-Frau verkuppeln. Weil ich habe die nicht deswegen auseinandergebracht, dass sie wieder miteinander zusammenkommen hier. Okay, Octavia ist bald fit. Das ist gut, dann steh mal auf hier. Weil Jenna muss aufs Klo, muss ins Bett. Ja, er hat auf jeden Fall Bock. Victor, du bist perfekt, Junge. Und sie hat keinen Bock auf dich, oder? Nee, dachte ich mir doch. Aber ich hätte auch dran zoomen sollen, aber ich muss kurz gucken, dass Jenna weg ist. Und wir werden das ja häufiger sehen, falls wir das nicht schon irgendwann gesehen hatten. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, der mag das schon. Anders weiß, wäre es auch nicht mein Sohn. So. Deswegen, ja. Ja, schade, Victor, dass das nicht so geklappt hat mit dir. Ja, naja. Techte Mächte mit Octavia, los. Ja, da weiß ich, dass es klappt. Hoffentlich. Yes. Geil. Ah gut, das war der Part. Ziemlich unspektakulär und ich... Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.